So, wir haben jetzt also Schleifen eine Zahl zugeordnet, den Abbildungsgrad. Und wir wissen aber bisher, also Schleifen in S1, wir wissen aber bisher noch nicht, was mit unserer Fundamentalgruppe zu tun hat, die wir eigentlich berechnen wollen. Und da hilft jetzt der folgende Satz weiter. Der macht nämlich jetzt eine schöne Aussage. Und wenn ihr die seht, werdet ihr euch wahrscheinlich denken können, warum es gerade interessant ist. Und zwar, wenn ich zwei Schleifen nehme in S1 mit Basispunkt 1, also mit demselben, eigentlich könnte ich auch jeden anderen Basispunkt nehmen, ich kann es genauso definieren, aber naja, also für je zwei Schleifen gilt, der Grad von zwei Schleifen ist genau dann derselbe, also Deck Alpha ist Deck Beta, genau dann, wenn Alpha und Beta W-Homotop sind. So. Und das heißt im Prinzip, diese Zahlen machen genau das, was ich so als Methode der algebraischen Topologie beschrieben habe. Ich habe hier eine rein topologische Beziehung zwischen den beiden, das ist hier ein rein topologischer Begriff und der wird hier in einen rein algebraischen Begriff übersetzt, nämlich die Gleichheit von zwei Zahlen. Ne? Also zwei Zahlen stimmen überein, wenn eine topologische Beziehung gilt und so komme ich quasi von der Topologie zur Algebra über diesen Grad. Ne? Also so ist es wirklich so ein Paradebeispiel dafür, für das, was ich so als Methode der algebraischen Topologie skizziert habe. So, der Beweis ist eigentlich ganz hübsch. Und zwar fangen wir mal mit der Rückrichtung an. Also wir nehmen an, wir haben W-homotope Schleifen und wollen dann zeigen, wir haben denselben Grad. Das ist jetzt gar nicht so anstrengend. Und zwar, wir nehmen erstmal eine W-homotopie von Alpha nach Beta. Na, also es ist quasi eine Homotopie von Schleifen. Das sagt ja die W-homotopie hier aus. So, nach Satz 727 kann ich erstmal... Nach Satz 727 kann ich Alpha hochheben. Existiert eine Hochhebung. Der Startpunkt ist uns erstmal egal. Wir wissen nur, wir haben eine Hochhebung Alpha tilde von Alpha. So, jetzt weiß ich eben nach Satz 37, also nach Homotopie-Hochhebungssatz, kann ich eben. Oh. Okay. Nach Satz 37 existiert eine Hochhebung der Homotopie. Hochhebung H tilde von H, und zwar kann ich die jetzt eben so wählen, dass H tilde von S0 Alpha tilde von S ist, für alle S aus 0, 1. So, und jetzt ist einfach nur die Grundidee. Ich weiß, ich habe eine Homotopie von Alpha nach Beta und ich habe Alpha hochgehoben und die Homotopie mit hochgehoben. Dann will ich jetzt erstmal sehen, dass das Ende der hochgehobenen Homotopie eine Hochhebung von Beta ist. Ne? Das ist wirklich in der Tat der Fall und das müssen wir aber nun zeigen. Nämlich, die nenne ich schon mal Beta tilde. Also Beta tilde von 0, 1 nach R. Beta tilde von S sei einfach definiert als das Ende der hochgehobenen Homotopie, also H tilde von S1 gilt, da muss ich mir nur überlegen, was da steht. Da steht Phi tilde, verkettet mit Beta tilde von S. Das muss ich mir anschauen, was also da eben, worauf das Ganze runterprojiziert wird. Das ist jetzt nach Definition Phi verknüpft mit H tilde von S1, weil das aber eben eine Hochhebung von H ist, heißt das nichts anderes, als dass das dasselbe ist wie H von S1. Und das ist ja gerade nach Konstruktion Beta. Für alle S aus 0, 1. Das heißt also, Beta tilde ist tatsächlich eine Hochhebung von Beta. Das heißt also, ich habe jetzt so eine Homotopie von Hochhebung und kann jetzt also mit den beiden hochgehobenen Abbildungen Alpha tilde und Beta tilde ja jeweils die Abbildungsgrade berechnen. So, und jetzt ist noch die Frage, warum da derselbe Abbildungsgrad rauskommt, wenn ich das mache. Und zwar kann ich mir dafür jetzt einfach Folgendes anschauen. Ich kann mal gucken, was die hochgehobene Homotopie mit den Basispunkten macht. Ich weiß ja erstmal, mein H war eine W-Homotopie. So, das heißt also, der H von 0, T bleibt... quasi für jedes T fest, ne? Das ist immer gerade, und H von 1 T genauso, das heißt, es ist jeweils eine Schleife. Wenn ich jetzt mein H hochhebe, müssen das ja keine Schleifen mehr sein. Das ist jetzt von irgendeine hochgehobene Homotopie, die aber nicht unbedingt mehr eben so eine relative Homotopie sein muss, relativ der Endpunkte. Das heißt, über H tilde weiß ich es erstmal nicht, was die macht. Aber ich weiß über H tilde Folgendes. So, da H eine W-Homotopie ist, na, da also dieser Endpunkt fixiert ist, die Endpunkte fixiert sind, weiß ich, dass Phi von H
Tilde von 0t dasselbe ist wie h von 0t. Und das ist ja eben noch Voraussetzung 1, das war der Basispunkt. Und das ist ja gerade gleich, das kann ich genauso argumentieren mit der anderen Seite, das ist genauso phi verknüpft mit h Tilde von 1, t. Das heißt, ich weiß nicht mehr, ob meine Homotopie eben die, ob sie die Endpunkte festhält, aber das Bild unter der Projektion muss ja eben gleich sein, weil es eben da eine Weghomotopie ist. So, das hier gilt also für alle t aus 0, 1. So, damit weiß ich jetzt noch nicht viel, aber ich weiß, diese beiden, also h von 0t und h Tilde von 0t und h Tilde von 1t, weil sie unter phi übereinstimmen, können sie sich nur bis auf eine ganze Zahl unterscheiden. Das heißt, ich habe jetzt wieder fast dasselbe Argument wie vorhin. Wieso fange ich jetzt auf der Tafel an? Jetzt war ich wohl gerade in Gedanken versunken, das tut mir leid. Ich weiß also, die stimmen bis auf eine ganze Zahl überein. So, und dann weiß ich also, ne? Gamma von t. Das definiere ich mir jetzt gerade als genau diese Differenz der Endpunkte. Also h Tilde von 1t minus h Tilde von 0t. So, das ist in Z für alle t aus 0, 1. Jetzt kann ich aber wieder genauso argumentieren wie vorhin. H Tilde, das sind stetige Abbildungen, die Hochhebung. Das heißt, das hier ist wieder was Stetiges in t. Und weil eben Gamma also jetzt stetig ist, folgt Gamma ist konstant. So, das heißt aber insbesondere, wenn ich jetzt Beta Tilde, oder fangen wir mit Alpha an, Alpha Tilde von 1 minus Alpha Tilde von 0 nehme. Das ist ja gerade der Grad von Alpha. So, das ist aber eben nach Definition von H Tilde, das war ja gerade die Homotopie, die bei Alpha Tilde anfangen soll, ist das nichts anderes als H Tilde von 1, 0 minus H Tilde von 0, 0, sprich Gamma von 0. So, das ist nach Voraussetzung dasselbe wie Gamma, nach der Argumentation gerade dasselbe wie Gamma von 1. Das ist H Tilde von 1, 1 minus H Tilde von 0, 1. Und da haben wir ja gerade gesehen, oder so war Beta Tilde ja konstruiert, das ist genau Beta Tilde von 1 minus Beta Tilde von 0. Wir haben aber gesehen, Beta Tilde ist eine Hochhebung von Beta, das heißt, das ist gleich der Grad von Beta. Und damit stimmen die beiden Grade überein. Ne? Also jetzt haben wir gezeigt, weghomotope Schleifen haben denselben Grad. So, kommen wir zur anderen Richtung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen interessanter. Wir haben also jetzt eine algebraische Gleichheit. Wir haben jetzt eine Gleichheit von zwei Zahlen, die beiden Abbildungsgrade, und sollen uns daraus eine topologische Relation bauen, also die Weghomotopie. Da fragt man sich natürlich jetzt erstmal, wo kommt denn da eine Homotopie her? Dazu überlegen wir uns mal Folgendes. Seien Alpha, Beta, Schleifen in S1 mit Basispunkt 1, die denselben Grad haben. So, dann nehme ich mir zwei Hochhebungen von Alpha und Beta. So, Alpha Tilde, Beta Tilde seien Hochhebungen von Alpha bzw. Beta. So, und jetzt weiß ich ja eben nach dem Hochhebungssatz für Wege, ich kann den Anfangspunkt festlegen. Und hier kann ich jetzt, weil ich weiß, dass eben beide hier in S1 und Punkt 1 anfangen und aufhören, kann ich annehmen, dass unter der Liftung, der Hochhebung nach R, ne, dass es da gerade bei 0 anfängt. Weil 0 wird ja durch dieses e hoch 2 pi mal t, wird es ja auf 1 abgebildet. So, das heißt, ich kann jetzt annehmen, dass Alpha Tilde von 0 gleich 0 ist und dass das auch gleich Beta Tilde von 0 ist. So, und sowas, solche Hochhebungen existieren eben nach Satz 27. Okay, wenn aber jetzt der Grad derselbe ist, dann folgt daraus aber, so, der Grad ist ja gerade die Differenz von den beiden, Hochhebungen zur Zeit 1 und zur Zeit 0. Wenn die in Punkt 0 übereinstimmen, wenn der Grad übereinstimmt, dann muss auch Alpha Tilde mit Beta Tilde in 1 übereinstimmen. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Homotopien, zwei hochgehobene Wege, die denselben Anfangspunkt haben und denselben Endpunkt. Ne? Die Wege müssen keine Schleifen sein, aber wir haben zwei Wege mit selben Anfangspunkt und Endpunkt. So, jetzt weiß ich aber, das sind Wege in R. Und bei R habe ich ja gesehen,
R ist einfach zusammenhängend. So. Und ich weiß, das war ein Satz, den ich gezeigt habe. In einfach zusammenhängenden Räumen sind zwei Wege mit gleichen Anfangs- und Endpunkten immer W-homotop. Das ist Satz 7.15. Das heißt, deswegen ist Alpha W-homotop zu Beta. Alpha-Tilde W-homotop zu Beta-Tilde. So, und jetzt, wenn ihr euch eben gerade gefragt habt, wenn jetzt aus der algebraischen Gleichheit die Homotopie folgt, hier haben wir plötzlich eine Homotopie, die ins Spiel kommt. Nämlich eine Homotopie auf den hochgehobenen Raum, quasi auf R. Und was wir jetzt natürlich machen, ist, wir nehmen diese Homotopie und knallen sie runter nach S1. Ja, sei H tilde W-Homotopie von Alpha tilde nach Beta tilde. So, dann definiere ich mir eine Homotopie nach S1, eine Homotopie von wegen 0,1 Kreuz 0,1 nach S1. Und zwar H sei einfach definiert als Phi folgt auf H tilde. So, ne, weil eben H tilde von Alpha tilde nach Beta tilde geht, weiß ich eben, das ist eine Homotopie von Alpha nach Beta. H ist Homotopie von Alpha nach Beta. So, und wenn ich das jetzt habe, insbesondere ich weiß, dass H stetig ist, das ist, weil H tilde stetig ist und Phi stetig ist, also ist das wieder eine stetige Abbildung. Und ich weiß eben genau, weil es gerade so gewählt war, dass es eben zwischen den beiden Hochhebungen hinhergeht und ich gerade genau die Abbildung nehme, die Hochhebung auf die eigentlichen Kurven schmeißt, kriege ich genau das hin. Das ist also eine Homotopie von Alpha nach Beta. So, und das kann ich jetzt eben nochmal nachrechnen. Ich schreibe jetzt nur hin, da H tilde eine W-Homotopie ist. Das heißt, da sind schon die Endpunkte gleich. Ist auch H eine W-Homotopie. So, das ist eigentlich fast trivial, deswegen will ich jetzt nicht mehr weiter groß ausführen. Und damit folgt dann eben, Alpha ist W-Homotop zu Beta. Und genau das wollten wir zeigen. Ne? Das heißt, so haben wir jetzt quasi, indem wir auf R den einfachen Zusammenhang ausgenutzt haben, aus der algebraischen Relation eine topologische gemacht. Okay, und mit diesem Grad machen wir jetzt weiter, um die Fundamentalgruppe zu bestimmen. So, wir haben also jetzt gesehen, dass der Grad quasi die W-Homotopie-Klassen angibt. Und das lässt uns jetzt eben auch... das ist die entscheidende Beobachtung, mit der wir nun die Fundamentalgruppe wirklich direkt berechnen können. Nämlich können wir quasi durch den Grad, der eben eine ganze Zahl ist, einen Isomorphismus hinbekommen von der Fundamentalgruppe von S1 zu Z. Und Z kann ich als zyklische Gruppe mit der normalen Addition betrachten. Das heißt, damit kriege ich einen Gruppenisomorphismus. Und zwar folgendermaßen, ich muss natürlich jetzt noch auf Homotopieklassen arbeiten. Ist das Mikrofon verrutscht? Ja, so, okay. So, Satz 7.32. Und zwar, die Abbildung, die ich jetzt D nenne, von der Fundamentalgruppe von S1 im Punkt 1 nach Z, und zwar D von der Homotopieklasse von Alpha, W-Homotopieklasse von Alpha, sei der Grad von Alpha, wobei Alpha jetzt irgendein Repräsentant ist und nach dem letzten Satz folgt eben, dass das Ganze wohl definiert ist. Ne? Das hier ist ein Gruppenisomorphismus. So, das heißt, hier haben wir also, wenn ich jetzt Gruppe meine, ich jetzt hier eben natürlich Z mit der Addition, also die zyklische Gruppe, unendliche zyklische Gruppe, das ist alles so gesehen eine sehr einfache Fundamentalgruppe. Und da sehen wir eben, dass wirklich durch diese Windungszahl, durch dieses Gewickel, dass das Ganze eben durch die Anzahl der Windungen so gesehen charakterisiert wird, die Homotopieklasse einer Schleife in S1. Ne, interessant ist natürlich jetzt auch noch die Gruppenisomorphie-Eigenschaft, weil eben hier haben wir irgendwie die Addition und hier haben wir dann die Konkatenation von Schleifen. Wie das jetzt zusammenkommt, das sehen wir gleich auf sehr schöne Weise in dem Beweis. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Teile der Behauptung nach und nach durch. Also erstmal, D ist wohl definiert, das folgt aus dem letzten Satz. Weil eben der Grad nicht vom Repräsentanten der Homotopieklasse abhängt, also folgt aus Satz 7.31. So, dann die Surjektivität, die ist auch sehr leicht zu kriegen, denn die haben wir im Grunde schon gesehen.
Ich habe ja eben diese Abbildung FK gehabt, ne, die eben das ganze K mal aufwickeln. Also ist FK, also erstmal ist irgendein K in Z. So, dann kriege ich für diese Schleife FK also nochmal zur Erinnerung, FK von S ist E hoch 2 Pi I K S. Da haben wir gesehen, die hat den Grad K. Das heißt, wir kriegen D von der W-Chromotopie-Klasse von FK ist dasselbe wie der Grad von FK gleich K. Das heißt also, wir haben jetzt zu jedem K aus Z eine Abbildung gefunden, die eben genau das, ja, so dass es eben im Bild von D liegt. Das heißt, D ist surjektiv. So, bleibt also noch zu zeigen, dass es Gruppenhomomorphismus ist und dass es injektiv ist. Wir fangen mal erstmal mit dem Gruppenhomomorphismus an. Ne, denn der Vorteil ist jetzt, wenn wir wissen, dass es ein Gruppenhomomorphismus ist, müssen wir für die Injektivität nur noch den Kern betrachten. Das spart uns dann ein bisschen Arbeit, deswegen machen wir das zuerst. So, was wir also zeigen müssen. Wenn ich mir mal anschaue, wie die Multiplikation definiert ist, da weiß ich ja eben, die Multiplikation hier ist die Konkatenation von Schleifen. Achso, bin ich noch im Bild? Ja, ich bin noch im Bild. Okay. Das ist hier die Konkatenation von Schleifen, deren Homotopieklasse ich betrachte. Und hier ist es eben die Addition, die Gruppenoperation. Ne? Das heißt, was jetzt im Prinzip, wenn ich hier ein Produkt betrachte und dann D anwende, habe ich hier im Prinzip den Grad der konkatenierten Schleife stehen. Das heißt, wir müssen dann quasi zeigen, der Grad von einer Konkatenation von zwei Schleifen, der soll eben jetzt dasselbe sein wie nachher mit der, also die Gruppenhomomorphismus heißt ja eben, das ist dasselbe wie die Gruppenstruktur hier, das heißt D von der Klasse von Alpha und D von der Klasse von Beta. Das wären aber eben die beiden Grade, die hier rauskommen, die wir sich benutzen, wenn hier steht die Addition. Das heißt, das ist wirklich die Addition von Zahlen. Das heißt, das muss entsprechen, der Grad von Alpha Sternchen Beta, das muss derselbe sein wie der Grad von Alpha plus dem Grad von Beta. So, und das muss erfüllt sein für alle Alpha, Beta im Schleifenraum von S1 in 1. Und dann sind wir glücklich. Ne? Also das ist die Gruppenhomomorphiestruktur. Und das kann man jetzt auch wirklich direkt sehen. Das kann man wirklich eigentlich geometrisch sehen. Und zwar, ne, wir haben ja den Grad definiert durch die Hochhebungen, die wir eben betrachtet haben. Und da nehmen wir erstmal jetzt Alpha tilde sei irgendeine Hochhebung von Alpha. So, da kann ich vielleicht mal irgendwo noch ein Bild hinmalen. Jetzt muss ich gerade mal taktisch überlegen, wo ich am besten hinmale. Ich mache es mir hier auf der neuen Tafel. Damit ich. Ach nee, Quatsch, ich habe noch so viel Platz. Nehmen wir nochmal die hintere. Also, ich habe ja diese Abbildung. Ups, hier kann ich mich jetzt schön groß malen, dann kann man es im Video auch sehen. So, ich habe einmal die S1. So, und ich habe meine Überlagerung, also beziehungsweise meine Abbildung Phi, die eben ganz R auf S1 abbildet. So. Und so weiter. Hier ist jetzt, also von R nach S1 haben wir die Abbildung Phi. So, und ich habe jetzt irgendwelche Schleifen Alpha und Beta, die eben hier drumherum laufen. Sagen wir mal, wir haben hier den Punkt 1, oder sagen wir, machen wir mal hier. So, hier wäre 1. So, dann heißt das quasi, meine Hochhebungen sind Kurven oben in dieser Spirale. So, und wenn ich jetzt quasi eine Schleife habe, die irgendwie mehrmals hier rumläuft, dann heißt das quasi, das kann hier auf dieser Spirale auch mehrere Umdrehungen machen. Das wäre eben genau das Entsprechende. Aber es würde heißen, wenn ich angenommen hier irgendwo anfange, dann weiß ich eben, weil es eine Schleife ist, muss ich auch wieder über diesen Punkt irgendwo ankommen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, ich mache jetzt mal eine Umdrehung hier. So, dann würde jetzt die Hochhebung also dementsprechend hier entlang laufen und dann bis zu dem Punkt. So, das hier wäre also jetzt Alpha tilde angenommen. So, ne, solche Hochhebungen kriege ich ja immer. Ich habe nach dem Hochhebungssatz für Wege habe ich das Ganze ja gesehen. Jetzt weiß ich aber andererseits, ich habe wieder meine Schleife Beta, die ich dann dran klebe. Und
gucke mir an, dass ich dann hier wieder das als Startpunkt nehmen kann. Und jetzt kann ich also sagen, das hier liegt eben über den Startpunkt von Beta. Das heißt, ich kann auch eine Hochhebung von Beta finden, die eben genau hier anfängt. Das heißt, die hier von hier aus meinetwegen nach oben geht. Und jetzt könnte sie natürlich noch mehrere Schraubenbahnen hier machen, aber weil ich keinen Platz mehr habe auf der Tafel, mache ich nur eine. So, das heißt, ich hätte hier eine Hochhebung von Beta. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen im Video. Jetzt bin ich natürlich auch gerade auf der Seite, wo die Kamera nicht so gut ist. Also das hier ist Beta-Tilde, das blaue. So, und jetzt könnt ihr euch denken, was die Idee ist. Ich hänge die beiden Hochhebungen aneinander. Ich konkateniere diese beiden Hochhebungen, ne, weil die ja gerade genau so gelegt sind. Und ich behaupte, dass das Resultat, was ich kriege, ne, das wäre, also ja, das wäre so gesehen, die Anzahl der Umdrehungen würde sich so gesehen summieren. Und die Behauptung ist eben, dass jetzt diese beiden Hochhebungen konkateniert einfach eine Hochhebung der Konkatenation sind. Und mit der kann ich dann rechnen. Das ist eigentlich alles, was ich hier brauche. Ich zeige also dieses Konkatenieren, gibt dann die Konkatenation hier unten, nur eben halt hochgehoben. Wo ist meine Kreide hin? Da. So, also wir haben jetzt erstmal irgendeine Hochhebung Alpha von A. Ne? Dann formalisiere ich jetzt mal das, was ich gerade nur so erzählt habe. Dann ist nämlich der Endpunkt Phi von Alpha Tilde von 1. Das muss Alpha von 1 sein. Und Alpha von 1 ist ja gleich 1. Und das ist gleich Beta von 0. So, und jetzt weiß ich eben nach dem Existenzsatz für Hochhebungen, Satz 727 für Hochhebungen von Wegen, es existiert eine Hochhebung Beta Tilde von Beta, ne? Es existiert sogar genau eine, das spielt in der Stelle aber eigentlich keine Rolle. Es existiert eine Hochhebung Beta Tilde von Beta mit Beta Tilde von 0 gleich Alpha Tilde von 1, ne? Weil der Punkt eben dementsprechend drüber liegt. So, dann weiß ich aber, dass für die Konkatenation gilt, so, ich behaupte also, die Konkatenation von Alpha Tilde und Beta Tilde ist eine Hochhebung von Alpha konkateniert mit Beta. So, Hochhebung heißt ja, ich muss Phi drauf anwenden und bei dem rauskommen, was ich gedacht habe. Das heißt, ich habe hier Phi verknüpft damit. Und für so eine Kombination hatten wir einen Satz, da haben wir nämlich gesehen, beziehungsweise es folgt eigentlich aus der Definition schon direkt, dass das verträglich miteinander ist. Das ist Satz 6.30.b, ne, da hatte ich das mal formuliert, das ist dasselbe wie Phi verknüpft mit Alpha Tilde, konkateniert mit Phi verknüpft mit Beta Tilde, und das ist ja gerade, weil das Hochhebungen sind, Alpha Sternchen Beta. Also heißt das, Alpha Tilde Sternchen Beta Tilde ist eine Hochhebung von Alpha konkateniert mit Beta. So, das heißt also, ich kann den Grad von Alpha konkateniert mit Beta über diese Hochhebung ausrechnen. Das heißt, der Grad von Alpha Sternchen Beta ist Alpha Tilde Sternchen Beta Tilde von 1 minus Alpha Tilde Sternchen Beta Tilde von 0. So, wenn man sich aber jetzt mal anschaut, wie die Konkatenation definiert ist, ist der Endpunkt ja einfach immer der Endpunkt des zweiten Weges und der Anfangspunkt des ersten Weges. Das heißt, das hier ist nichts anderes als Beta Tilde von 1 minus Alpha Tilde von 0. So, und jetzt kann ich künstlich 0 hineinfügen, denn das ist dasselbe wie Beta Tilde von 0, Beta Tilde von 1 minus Beta Tilde von 0, und Beta Tilde von 0 war nach Voraussetzung ja gerade, dasselbe wie Alpha Tilde von 1, ne, so war es ja gerade konstruiert. Das heißt, hier ziehe ich was ab und addiere es sofort wieder, das ist also wirklich keine Veränderung, minus Alpha Tilde von 0, aber das, was hier steht, weil das eben jeweils wieder Hochhebungen von Alpha und Beta sind, ist einfach nur ja, Grad von Beta plus dem Grad von Alpha, ne, das heißt, damit haben wir das gezeigt, weil die jetzt steht hier natürlich genau falsch rum, aber die Addition Abelsch ist, ist das wirklich dann die Behauptung, die wir zeigen wollten. Ja, das heißt, damit haben wir es schon.
Damit folgt D ist Gruppenhomomorphismus. So, es bleibt also jetzt nur noch zu zeigen, dass das Ganze injektiv ist. So, und wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt einen Gruppenhomomorphismus habe, muss ich nur noch den Kern betrachten. Das heißt also, reicht zu zeigen, dass der Kern von D einfach nur das neutrale Element der Fundamentalgruppe enthält, also 1 von P1 S1. Und das heißt also nur, die W-Homotopie-Klasse der Konstantenschleife in 1. So, dazu nehmen wir uns also ein Element aus dem Kern. Das heißt, wir nehmen ein Alpha, also nehmen wir entsprechende Schleife, Alpha in S1, S1, deren W-Homotopie-Klasse im Kern liegt. Also D von Alpha W ist gleich 0. Und hier schreibe ich jetzt, weil es eben Z ist in der zyklischen Gruppe, schreibe ich das jetzt wirklich als 0. Das macht man, also das neutrale Element. Das macht man ja meistens eigentlich so in abelschen Gruppen oder vor allem zumindest in zyklischen. Da bitte nicht verwirren lassen, jetzt, dass ich mal eine 1 und mal eine 0 brauche. Also 1 in Z ist eben nicht das neutrale Element in Z bezüglich der Addition. Ne? Deswegen 0. Okay, angenommen, ich habe das. Das heißt also mit anderen Worten nichts anderes als der Grad von Alpha ist 0. So, wenn aber der Grad von Alpha 0 ist, heißt das quasi nach Definition des Grades, dass es eine Hochhebung gibt. Es gibt eine Hochhebung Alpha tilde von Alpha. So, bei der weiß ich aber eben, weil die Definition des Grades ist ja gerade die Differenz der beiden Endpunkte. Und wenn die 0 ist, heißt es also, es muss eine Hochhebung geben mit Alpha tilde von 0 gleich Alpha tilde von 1. Das heißt also, ich habe eine Schleife. Ne? Die Schleife lässt sich hochheben zu einer Schleife in diesem Fall. So, Moment, muss ich mal kurz gucken. Genau, also wenn ich, den Punkt hier nenne ich mal x0, ne, also den gelifteten, den hochgehobenen Punkt hier an der Stelle. So, jetzt habe ich aber einen Vorteil. Jetzt habe ich nämlich eine Schleife hier in dem hochgehobenen Raum. Der hochgehobene Raum hat einen großen Vorteil. Der ist nämlich R und der ist einfach zusammenhängend, wie wir eben schon mal benutzt hatten. Das heißt, da R einfach zusammenhängend ist, wissen wir, das Ding ist nullhomotop. Das heißt, es gibt eine Homotopie H tilde von 0,1 Quadrat nach R von Alpha tilde nach X, zur konstanten Schleife in X0. So, und jetzt kann ich einfach nur das machen, was ich vorhin schon mal gemacht habe. Ich schieße diese Homotopie runter auf S1. Das heißt, ich nehme H gleich die Verkettung von Phi und H tilde. Und, hier nicht irgendeine Homotopie, eine Weghomotopie natürlich. Sonst geht's schief. Dass der Basispunkt erhalten wird, das führt eben dazu, dass das wieder Basispunkt erhalten ist. Das heißt, dieses H ist eine Weghomotopie von Alpha nach C1. Das heißt also, die Weghomotopie-Klasse von Alpha ist die von C1. Und damit folgt eben, der Kern ist trivial. Also haben wir gezeigt, D ist injektiv. So, also haben wir jetzt endlich die Fundamentalgruppe von S1 ausgerechnet. Kleine Bemerkung noch dazu, da wische ich nochmal kurz. So, fassen wir nochmal explizit zusammen, was wir gerade eigentlich gezeigt haben. Also was hierbei wichtig ist, man kann sich eine Sache noch dazu überlegen. So, wir haben also gesehen, erstmal haben wir gezeigt, dass P1 von S1 mit Basispunkt 1 isomorph zu Z ist, ne, als zyklische Gruppe. Und damit wissen wir eben auch, weil S1 natürlich wegzusammenhängend ist, dass jede Fundamentalgruppe mit jedem Basispunkt isomorph zu Z ist.
Das heißt, also von die Fundamentalgruppen von S1 adisomorph zu Z sind, das haben wir schon mal. Aber für diese wissen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Und zwar, wir haben gesehen, dieser Grad liefert den Isomorphismus. Das heißt, was wir zusätzlich angeben können, ist ein Erzeuger dieser Gruppe. Ne? Nämlich ein Erzeuger ist quasi das, was von dem Homomorphismus hier auf einen Erzeuger der zyklischen Gruppe Z abgebildet wird. Das heißt, das, was quasi hier auf 1 abgebildet wird. Ne? Und das heißt, wir brauchen einfach nur die Klasse von Schleifen vom Grad 1. Das ist halt der Erzeuger dieser Gruppe hier und die können wir jetzt direkt hinschreiben. Also damit kriegen wir jetzt, wenn wir jetzt diese Standardbeispiele, die wir eben hatten, mal betrachten. Ein Erzeuger ist gegeben durch die Homotopieklasse, also W-Homotopieklasse von S1, ne, als diese Abbildung. Das heißt also nochmal angegeben, F1 von S ist einfach E hoch 2 Pi I S. Also die Schleife, die einfach einmal im mathematisch positiven Drehsinn um S1 herumläuft. Ne? Also so kriegen wir auch direkt einen Erzeuger dieser Gruppe. So, und man kann jetzt mit diesem Resultat, dass P1 von S1 gerade Z ist, das kann man schön anwenden. Da gibt es sehr viele schöne Folgerungen, die ich aber noch verschieben möchte, weil es hier mir erstmal nur um die Ausrechnungen geht. Wir werden, also im nächsten Abschnitt wird es dann um die höherdimensionalen Sphären gehen und dann werde ich einen Abschnitt einbauen mit Anwendungen und Berechnungen. Ich komme nochmal darauf zurück, auf dieses Ergebnis, was man damit genau anfangen kann. Erstmal noch eine ganz simple Folgerung oder zwei simple Folgerungen. Nämlich erstmal kann man sich jetzt eine ganz banale Sache sich überlegen, was wir bisher streng genommen nicht bewiesen haben, nämlich S1 ist nicht zusammenziehbar. Ich kann es also nicht einfach so auf einen Punkt zusammenschrumpfen. Das ist intuitiv, geht man davon aus, wir haben es aber nicht bewiesen. Und jetzt folgt es eben direkt, weil wir gesehen haben im letzten Abschnitt, dass zusammenziehbare Mengen einfach zusammenhängend sind. S1 ist aber eben nicht einfach zusammenhängend, wie wir gerade erhalten haben. Also ist das schon mal kein Problem. So, also Beweis hier wäre einfach nur, das wäre einmal der Satz 732, den wir gerade hatten. 32 und Korollar 719 war das. So, dann gibt es noch eine Folgerung und zwar will ich jetzt mal ganz kurz einen kleinen Abstecher machen in die Funktionentheorie. Da gibt es nämlich eine Sache, wo dieser Abbildungsgrad auch auftaucht und das will ich jetzt mal kurz einführen und zwar damit kriege ich raus, für jedes Z0 in C ist die Fundamentalgruppe von C ohne 0, also C Sternchen habe ich das ja immer genannt, im Basispunkt Z0 isomorph zu Z. So, das liegt nämlich an folgendem simplen Grund. So, wir haben nämlich gesehen, das war mein erstes Beispiel an Deformationsretraktion. Haben also gesehen, dass ich habe es jetzt für R2 zwar formuliert, für R2 ohne 0, aber das ist für C natürlich das Gleiche, von C Sternchen nach S1, und zwar R von Z sei einfach die Normierung, Z durch euklidische Norm, beziehungsweise im Komplexen eben der Betrag von Z, dass das eine Deformationsretraktion ist. So, eine Deformationsretraktion ist eine Homotopie-Äquivalenz und da haben wir eben gesehen, die induziert Isomorphismen auf der Fundamentalgruppe. Das ist dann der Satz 7.10, dass R-Stern von P1 von C-Stern in Z0 nach P1 S1 in R von Z0 ein Isomorphismus ist. Und da S1 wegzusammenhängend ist, wie ich gerade gesagt habe, ist das wieder Z. Ist P1 S1 R von Z0 isomorph zu Z. So, das heißt, das haben wir damit konkret ausgerechnet. So, und jetzt was hat das jetzt mit Funktionentheorie zu tun? In der Funktionentheorie schaut man sich ja auch, also die meisten, eigentlich sollten jetzt alle von euch die Funktionentheorie entweder schon gehört haben oder gerade hören und das sollte eigentlich schon angekommen sein. Das will ich mal kurz anmerken. Und zwar hat das was mit der Windungszahl bzw. der Umlaufszahl zu tun, wie sie meistens genannt wird. Und zwar nehmen wir jetzt mal als konkreten Punkt, weil ich es dafür hauptsächlich gemacht habe, dass wir insbesondere ist jetzt die Abbildung Nü, die ich mir definiere als
als D folgt auf R Stern. Das wäre von Pi 1 von C Sternchen im Punkt 1 nach Z. Das ist ein Isomorphismus. Also das ist ein Isomorphismus. Und in der Funktionentheorie taucht das eben auf. Da ist es eben genau nü von der Weghomotopie-Klasse von Gamma. Jetzt haben wir also eine Schleife in C Sternchen. Das ist gerade die Umlaufszahl. Von Gamma um den Punkt 0, der hier eben fehlt. Na, und das kann man jetzt noch verallgemeinern und statt 0 irgendwelche anderen Zahlen rausnehmen und andere Basispunkte und so, aber das ist quasi das, wo die Umlaufszahl herkommt. Da wird in der Funktionentheorie eben auch gezeigt, also man definiert erst die Umlaufszahl und zeigt, dass sie eben nur von der Homotopieklasse, also von der Weghomotopieklasse abhängt. Das zeigt man da explizit, aber das ist das, was dahinter steckt. Also im Prinzip ist das wieder eine Topologie, die dahinter steckt, man hat es da nur explizit gemacht und man sieht eben, dass die Umlaufszahl, man kriegt eine explizite Formel sogar für die Umlaufszahl, man kann es durch ein Kurvenintegral wirklich ausrechnen, das kriegt man eben auch noch raus, was wir jetzt natürlich im Allgemeinen erstmal so nicht haben für stetige Kurven und so, also man braucht schon Differenzierbarkeitseigenschaften, aber so kann ich eben dann das Ganze durch eine Umlaufszahl charakterisieren. Ne? Also das ist quasi wirklich so die topologische Konstruktion, die hinter der Sache in der Funktionentheorie steckt. Okay, das war es soweit zur Fundamentalgruppe von S1. Wie gesagt, gucken wir uns noch in Ruhe an im übernächsten Abschnitt. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die höherdimensionalen Sphären an. Also was passiert mit der Fundamentalgruppe von Sn für größere n? Das machen wir im nächsten Video.